Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Armored Warfare hier aus Steam Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns ist das Chaos. Hallo. Hallöchen. So, wir sind in der Operation Festung jetzt unterwegs. Oder haben wir auch schon mal, glaube ich, böse auf den Sack gekriegt, aber nur Main Battle Tanks übrigens im Team. Was mache ich eigentlich dort? Bei mir steht Chaos regiert, nachdem die nationale patriotische Armee das Dorf überfallen hat. Steht bei mir nicht. Die Armee der Nationalpatrioten rückt auf eine friedliche Stadt vor. Ihr werdet Zivilisten Schutz bieten und dann einen Gegenangriff auf die Beine stellen müssen. Das steht bei mir als Beschreibung. Ja, bei mir steht es auf Englisch. Ja. Ich habe es nur übersetzt. Gut. Apropos, welche Panzer fahren wir? Du fährst einen Leopard 2 AV und ich fahre den wunderschönen Magach hier im wunderschönen blauen Design. Nee, Magach, ja, Magach 7C. So. Auf welcher Schwierigkeit spielen wir? Hardcore. Ah. Welcho, Dencho, ne? Hast du dir echt die österreichische Fahne an dein Fahrzeug dran geklebt? Ja. Halt ein Patriot. Hätte ich von dir gar nicht zugetraut. Genau rechtzeitig, schwarze Kompanie. Mir ja, war glaube ich schon mal aufgefallen, dass du das hast, ne? Am Leopard. Und der Leopard hat ja die Armee von Österreich auch, ne? Genau. Also den 2er. Ne, ja, klar. Ja, aber 2A4, ne? Ja. Hab ich doch voll in den Dreck geschossen? Wie geht's hier? Ich zieh mich mal hinter die zurück. Alles klar, ja, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Hab dir mal eine mitgegeben hier, den kleinen Durchgangsspucker. Ach, der Kirchsteinspucker, der macht den Wahnsinn. So. Der ist down. So, dann machen wir jetzt hier den Ex-Panzer. Oh, da ist aber einer eingefangen. So, haben wir auch weg. Und dann kommt hinten der Leopard 2 auf 5 dran. Schön unter den Turm gezimmert. Guck mich nicht so böse an, Leo. Danke. So. Ja, das österreichische Bundesheer hat den 2A4. Ich glaube, jetzt ist hier der 2A6 draußen. Ja, A7 glaube ich auch schon in der Mache. Ja, ja, in der Mache, aber nicht so. Ich stehe ein bisschen ungünstig gerade. Oh, ich sehe es. Ich habe so ein paar Feinde bei mir, aber macht ja nichts. Ah, Mist, nicht angezündet, ich richte, obwohl ich einen körnigen Motorraum ziehe. Ich muss da der Motor rausfallen, wo ich hinschieße. Nein. Gut, jetzt ist er down. Dann kommt BMP-2 an. Das auch Lustige so ist, bei der vorletzten Euro-Tech-Challenge haben die Österreicher vor den Deutschen gewonnen. Mit dem älteren Modell oder wie? Mit dem 2A4 und die Deutschen sind mit dem 2A6 gekommen. Naja. Das ist natürlich. Weiß nicht, ob das so lustig ist, aber es ist wirklich schön. Ich fand's schon amüsant. Wo sind die jetzt hingefahren? Meine Sichtluke ist kaputt. Ist nicht schön. Jetzt nicht mehr. Da hinten fährt er rum, meine Herren. Der eigene Panzer ist im Weg, deshalb kann ich nicht schießen. So. Ja, du hast doch auch Ketten unter deinem Panzer, du kannst dich doch bewegen. Halt! Was ist denn mit dir los, Typ? Mann, ey. Das ist ein Wiesel. Blockt mich einfach. Ja, der Type 99 hier, der ist irgendwie gerade nicht so lustig drauf. Der blockt mich lieber, als dass wir da irgendwie hinkommen. Wow.
Wiesel ist ausgewieselt. Oh, irgendwie habt ihr da hinten noch was? Kommst du ran an den? Na, nicht so leicht. Muss umfahren. Okay. So, ja, da war eine kurze Reload-Zeit. Ja, da ist glaube ich so ein Miniclip drin. T80P hat sich jetzt auch nicht einer eingefangen hier. Extra. Was? Wie heißt der? Extra. Oh, keine Ahnung. Extra Naft. Bin am Terminator abgeprallt. Ja, Terminator ist jetzt nicht so einfach zu schlagen, weil der so schräge. Viele Schrägen hat. Deswegen, da musst du schon ein bisschen genauer treffen, damit er effektiv bekämpft wird. Okay. Aber wenn er quer vor einem steht, ist es gut. Musstest du schon reparieren? Nee. Ach, jetzt. Was? Du reparierst jetzt? Du warst noch gar nicht so weit runter. Na, oh ja. Ich warte nur auf einen Hot Chucks. Oh, unser T80, hier, der der holt sich, der hat sich richtig an Deck geholt, der kann auch keinen Hit mehr nehmen, der ist, dann ist er down. Okay. Also der extra Naft oder wie der auch immer heißen mag hier. Was ist denn hier? Der Type 90-2, aber der ist geplatzt. Ja, aber der hat sich noch wieder beleben können. Oh, wir müssen auch vor hier, aber irgendwo ist hier noch so ein Raketenheini im Busch. M60A1 haben wir ja noch im Busch. Und ein Expanser. Sorry. Danke. Wir müssen unbedingt zum Punkt durch. Dass wir uns hier nicht so lange aufhalten. Oh. Hier steht ein Stucker aus dem Punkt. Ja, ja, ich guck, ich werde das mal aufklären da. Der Saber ist schlecht. Der Saber muss weg. Okay. Der hat ganz hässliche Waffen. Die tun richtig weh. Ich gebe dir mal so 600-700 im Meter oder so. Ich war ein bisschen in dem Mulde. Oh, down. Ja. Mein Hit hat er leider überlebt. Auch down. So, da steht noch ein zweiter Panzer irgendwo. Ja, ich roll jetzt gerade vor hier. Ich werde den Stingray wieder aufklären, hoffe ich gleich. Oh, meine Kette ist down, das ist ungünstig. Ich hab den Fahrer vom BMD rausgeschossen. Ja, ich hab gerade ein anderes Problem. Wenn ich jetzt an die Seite kriege, bin ich down hier. Ja, ich versuch zu helfen, was geht. Ich hab 1000 Schaden gekriegt. Einmal vom Saber 880 und einmal vom BMD M2 1000. Das tut immer richtig weh. Ich stelle mich so links neben dich hin. Oben, Burg. Oh. Scheiße. Zurück. Der tat richtig weh. Sehr schön. Der hat 110 HPs noch. Das war ja, ein Leo 2AV. Also mehr APs kann ich jetzt nicht mehr ins Spiel bringen, glaube ich. Hast du schon einen repariert? Ja, ja. 700 ohne Schaden gekriegt. Ja, schießt ihr auf mich, der Leo. Ich sehe nicht genug Fleisch, um Schaden zu machen. Ich habe ihn.
So, das war's. Ui. Bestützen erlaubt. Das war. War ein interessanter Fight, aber war auch, glaube ich, ein guter Fight. Also, das war. Wird man ordentlich Punkte jetzt gekriegt haben, ein bisschen Geld auch noch verdient haben nebenbei. Ich weiß gar nicht, ob jetzt so irgendein Bonus hier noch aktiv ist. Oh, 24.000 EPs und 154.000 an Kohle gekriegt. Also, im Team auf 1 und 2 sind wir gelandet. Oh. Der Extranaft ist echt noch gestorben. Mist. Hat eine Medaille gekostet. Sonst hätten wir die alle haben Überlebmedaille gekriegt. Naja, egal. Ja. Gut. Das soll es dann gewesen sein für Armored Warfare hier in dieser Runde. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen. Das Chaos war bei uns. Tschüss. Tschüss.